Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin heute mit dem 60, der Ü50 Silberstreamer. Habe heute ein Replay von mir selber mal wieder mit, vom Panther 2. Das ist das erste Gefecht, was ich den Tag gefahren bin. Ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt ausgebaut mit der zweiten großen Kanone. Jetzt nicht verwechselt, nicht die 9er, sondern die zweite große 8er, was da drauf ist. Und ich habe eingebaut den Stabi und Optiken. Mehr ging zu dem Zeitpunkt nicht, weil es war das erste Gefecht. So, bevor wir jetzt reingehen, schauen wir uns wie üblich erstmal den Panther an. So, ich zeige mal, wie ich ihn habe. So, ich habe ihn mit nämlich dieser 8-8ern habe ich drauf. Ne, der da. Mit der habe ich ihn drauf. Die müsste das sein, ja. So. Das ist auch neu. Für den Zeitpunkt eingebaut den Richtantrieb. Die Optiken habe ich eingebaut und ich habe den Stabi eingebaut. So, das wusste ich auch noch nicht. Siehst du, wir haben es dazu gelernt. Super, finde ich gut. So. Also ich habe noch das kleine Funkgerät noch drauf, das 6er, das hier. So. Jetzt sieht man etwas besser aus. So habe ich ihn derzeit ausgebaut. So. Wir haben derzeit fast 2000 Damage pro Minute, können wir machen. Kommen mit 198er Blech durch. Haben eine Reload-Zeit von 4,03, das ist sehr gut. Mit Ansetzer kommen wir noch weiter runter. Eine Ebzeit von 2 Sekunden, das ist gut. Eine Zielabweichung von 0,31 derzeit nur, das ist saugut. Also die Kanone, die trifft wie verrückt. Wir sind relativ schnell, 55 km/h. Panzerung, wir haben ein bisschen Panzerung. Wir haben 1500 Strukturpunkte und eine Sichtweite von 429 Metern durch Optiken und sowas. Gucken wir uns das 3D-Modell an. Ich gehe da gerne mal auf Hybrid. So, so steht da vor euch. Unterwander ist wie bei jedem Panzer, kommt man super durch. Oberwander, wird schon schwieriger. Hier am Turm, ziemlich stark gepanzert, hier kommt man nicht durch. Seiten prallt immer was ab. Noch ein paar kleine Öhrchen. Hier oben haben wir einen kleinen Weakspot. Kommandantenluke. Ja, von der Seite. Ja, was soll ich sagen, von der Seite. Die Panzer stehen sich in der Regel gegenüber. Und hinten und wie oben. Ja, klar. Ja, geht alles durch. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns mal das Replay an. Waren wir es? Da haben wir es. Und wir springen mal rein. Wir sind auf Minen. Ein, zwei Stufen Matchup. Wir sind Top-Tier. Er könnte schneller fahren. Wie gesagt, war das allererste Gefecht. Ich habe ihn geholt. Durch den Adventskalender gab es da einige Blaupausen. Und der Panther 1. Nee, der ist nicht schön. Nein. Den habe ich wieder verkauft. Ich habe vorher alle wichtigen Sachen wieder ausgebaut. Kann ich mal ganz gerne mit dieser Seite starte. Gehen wir vorne am Stein hier ran. Ja, jetzt davor so viel stehen, habe ich gesagt, das lasse ich jetzt dann lieber sein. Da, erster Schuss, erster Treffer. Muss ich nur von links aufpassen. Sprach er und kassierte eine Schelle. Super Hellcat. Gefährlich. So. Einfach kann man da drüben halt ein bisschen was ärgern. Haben wir einen FV. Oh, das ging jetzt mal durch. Mein FV entdeckt mich nicht. Doch, jetzt hat er mich entdeckt. Zum Glück gibt es keine Arti. Könnten wir hier nicht so spielen, sage ich mal. Okay, der FV weiß, ob wir hier drüben stehen. Mal gucken, können wir da irgendjemanden hier ärgern. Bin aufgegangen. Stehe aber sicher. Kann mich nur von der Seite beschießen. Der T20. Das wird er, glaube ich, kaum machen. Der Zielkreis geht auch schnell wieder zu. So, da kommt der FV wieder. Ist windig heute.
dieser Kratz sich bewegt. Wie geht der Schuss denn hin? Kritischer Treffer. Ich spiele ja mal mein Scharfschütze, mein erstes Spiel mal Scharfschütze aus. T20 gemeins mit. Müsste ich auch mal wieder fahren, bin ich lange nicht gefahren. Jetzt kommt der V wieder, der Vorwitzige. Er sieht mich nicht. Ah, die Kanone ist geil, die ist so zielgenau. Kometen. Dann haben wir quer in den Turm rein. Wunderbar. Sind wir schon? Ach, fast 700 Damage, das ist gut. Jetzt ziehen wir blind mal drauf. Für 3 zu 5, jetzt ist noch nichts entschieden. Haben wir da einen unvorsichtigen E75. So. Und jetzt, huh, was war das? Jetzt muss ich mich aufpassen, was da wieder spielt. Und ich muss auch aufpassen, wie ich spiele. Ups. Ups. Vorsicht, Vorsicht. Machen wir den eins drauf. Zu dem Zeitpunkt habe ich gesehen, dass ich gar keine APCR dabei habe. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wir können mit ihm nicht traden, das geht in die Hose. Aber wir können ihm so ein bisschen was geben hier. So, Motor kaputt. Wird 6 zu 10. So, das Team hat sich irgendwie aufrauchen lassen. Mal gucken, da drüben sieht es ganz gut aus. Nein. Ganz unvorsichtig, wir können erstmal tracken, das ist gut. So, er ist raus, das ist schon mal sehr gut, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Aber wir liegen 7 zu 5, 8 zu 11 zurück, kommen wir 7 zu 5, keine Ahnung. Für den E75 wahrscheinlich. Oh, 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 jetzt hat der V da drüben eins mitgegeben. Na komm, er kriegt eins zurück. So, FV ist weg. Steht 9 zu 11. Es ist alles wieder offen. Wir haben 1700 Schaden. Da oben haben wir eine Hellcat. Okay, Hellcat ist raus. Steht 11 zu 12. Sehr schön. Viel HP haben wir nicht mehr. Müssen wir aufpassen. Der hat noch gefehlt. Okay, der VK ist raus. Steht 12 zu 12. Ist das aufregend. Uff. IKV wird ein Problem dort vorne. Da! Ah! Schade. Ja, da brennt der gute Panther. Ja, so schön. Ja. Für das erste Gefecht kann ich mich partout nicht beklagen. Wir schauen mal an, wie was rausgekommen ist. So, Teamscore. Bei zweiter Klasse, ein bisschen kleines Geraffel, Unterstützer.
So, vom Schaden her auf dem zweiten Platz. Wir haben sogar noch was blind getroffen. 2117 Schaden gemacht. Und da ich mit Bruni gefahren bin, also so ein bisschen was, konnte ich 31.000 mit nach Hause nehmen. Ja, ich habe dann wieder ein bisschen weitergefahren, habe dann noch die Ketten gemacht und dann auch den Ansitzer reingepackt. Ja, wollen wir mal gucken, wie die Gefechte dann laufen. Da gibt es garantiert auf jeden Fall nochmal ein Replay. Und bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, heute mal 67. Ciao.